Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie heute Abend herzlich hier zu dieser Veranstaltung in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Am Abend des 5. August 1943, also vor 80 Jahren, wurden ab 19 Uhr in der Strafanstalt Berlin-Plötzensee drei Männer und 13 Frauen nach Urteilen des Reichskriegsgerichts enthauptet. Dies waren Ursula Götze, Emil Hübner, Frieda Wesolek, Else Imme, Rose Schlösinger, Clara Schabbel, Liane Berkowitz, Stanislaus Wesolek, Eva Maria Buch, Maria Terwiel, Ingeborg Kummerow, Hilde Koppi, Adam Kuckhoff, Cato Bontjes van Beek, Oda Schottmüller und Anna Kraus. Die jüngste der Ermordeten war die 19-jährige Schülerin Liane Berkowitz, der älteste der 81-jährige Rentner Emil Hübner. Sie alle wurden ermordet, weil sie sich im Rahmen des großen Berliner Widerstandsnetzwerkes der Roten Kapelle gegen den Nationalsozialismus in unterschiedlichsten Formen engagiert hatten. Insgesamt wurden allein in Berlin-Plötzensee 45 Todesurteile gegen Männer und Frauen der Roten Kapelle vollstreckt. 11 durch den Strang an einem speziell dafür im Dezember 1942 errichteten Galgen, 34 durch das Fallbeil. Der 5. August 1943 war die dritte Massenhinrichtung an Angehörigen dieser Gruppe. Am 22. Dezember 1942 hatte es 11, am 13. Mai 1943 13 Opfer gegeben. Ich möchte mich heute Abend einigen der Frauen widmen, die am 5. August 1943 ermordet wurden, und dabei auch einigen generellen Fragen nachgehen. Warum wurden sie von dem speziell für Soldaten und Offiziere zuständigen Reichskriegsgericht zum Tode verurteilt? Wer klagte sie an? Wer verurteilte sie? Warum hasste die nationalsozialistische Führung diese Menschen so sehr, dass sich Hitler die Entscheidung über die Vollstreckung der Urteile selbst vorbehalten hatte? Im Sommer 1942 deckte die Geheime Staatspolizei das Berliner Widerstandsnetzwerk der Roten Kapelle auf. Der Luftwaffenoberleutnant Harold Schulze-Beusen wurde als erster am 31. August 1942 im Reichsluftfahrtministerium festgenommen und in das Hausgefängnis der Gestapo-Zentrale in der Prinz-Albrecht-Straße 8 gebracht. Am 5. September 1943 wurden Horst Heilmann und Waldemar Lenz festgenommen, am 7. September Arvid und Mildred Harnack, am 8. September Libertas Schulze-Beusen. Mit Harold Schulze-Beusen und dem Oberregierungsrat im Reichswirtschaftsministerium Arvid Harnack waren die führenden Köpfe der Berliner Roten Kapelle in Haft. Nach den ersten 6 Festnahmen erfolgte der große Schlag der Gestapo zwischen dem 12. und 16. September 1942. 36 Frauen und Männer wurden festgenommen, dabei Haussuchungen veranstaltet und die Gefangenen entweder in die Prinz-Albrecht-Straße, zum Alexanderplatz oder in andere Gefängnisse gebracht. Bis Mitte Oktober sollte die Zahl der Festgenommenen auf über 80 steigen. Damit Harold Schulze-Beusen, ein Offizier der Luftwaffe, zu den Hauptbeschuldigten gehörte, war hier eine Zuständigkeit des sogenannten Reichskriegsgerichts gegeben. Doch die Verfahren gegen die zivilen Beteiligten hätte der sogenannte Volksgerichtshof durchführen können. Die nationalsozialistische Führung erkannte aber in diesen Wochen, dass sich hier Angehörige der deutschen Elite gegen sie gewandt hatten, Menschen, von denen es niemals erwartet worden war. Reichspropagandaminister Josef Goebbels notierte am 23. September 1942, ich zitiere, in Berlin ist eine Hoch- und Landesverratszentrale ausgehoben worden, die auf dem Wege über Kurzwellensender mit der Sowjetunion in Verbindung steht. Man hat zum Teil sogar wichtigste militärische Geheimnisse nach dort durchgegeben. Außerordentlich erschwerend wirkt, dass in diesem Fall eine Reihe von Offizieren aus dem Luftwaffenführungsstab verwickelt sind. Einer dieser Offiziere war verheiratet mit einer Sekretärin aus unserer Kulturfilmzentrale, die auch an diesem Unternehmen beteiligt war und infolgedessen neben den Offizieren verhaftet wurde. Die ganze Angelegenheit ist höchst peinlich und für die Luftwaffe außerordentlich kompromittierend. Zitat Ende. Das heißt, den Reichspropagandaminister belastete eigentlich nur, dass auch sein Ministerium
mit jemandem beteiligt war, nämlich mit Liberta Schulze-Boysen, die natürlich nicht verheiratet gewesen war mit Harro Schulze-Boysen, sondern zu dieser Zeit noch verheiratet war. Die Funkverbindung mit der Sowjetunion war nichts als eine Konstruktion der Gestapo. Die verschiedensten Gruppen des Netzwerkes hatten sich nach einem Probefunkspruch im Juni 1941 dann unterschiedlichsten Aktivitäten zugewandt. Zwar wurden auch Nachrichten gesammelt und einmal im Oktober 1941 über einen Agenten des sowjetischen militärischen Nachrichtendienstes über Brüssel weitergeleitet, aber andere Aktivitäten traten in den Vordergrund. Dazu gehörten die Herstellung von Gegenöffentlichkeit etwa im Winter 1941-42 durch das Flugblatt »Die Sorge um Deutschlands Zukunft geht durch das Volk«, durch Verbreitung anderer Flugschriften, durch eine Zettelaktion gegen die nationalsozialistische Propagandaausstellung »Das Sowjetparadies« im Mai 1942 und die Unterstützung für jüdische Verfolgte und Kriegsgefangene, um nur einiges zu nennen. Die Kontakte zwischen den einzelnen Gruppen des Netzwerks waren durchaus locker und informell. Nicht jeder kannte jeden und es sollte auch nicht jeder jeden kennen. Es war keine herkömmliche Widerstandsgruppe alter Prägung, die hier von der Gestapo aufgedeckt wurde. Etwas Neues, Männer und Frauen aus ganz unterschiedlichen Berufen, aus ganz unterschiedlichen politischen Milieus, mit ganz unterschiedlichen politischen Überzeugungen. Und das Interessante ist, dass im Gegensatz zur Aufdeckung vieler anderer Widerstandsgruppen sich die Spitzen des Regimes vielfach über die Aufdeckung der Roten Kapelle informieren ließen. Ende September sprachen der Chef der Gestapo und des Reichssicherheitshauptamtes und der SS, Reichsführer SS Heinrich Himmler, mit Göring darüber. Göring ließ sich in den folgenden Wochen mehrfach von Gestapo-Chef Heinrich Müller informieren. Wie wichtig es war, wird auch daran erkennbar, dass am 2. Oktober um 16.30 Uhr Heinrich Himmler persönlich an einer Vernehmung von Harro Schulze-Boysen in der RSHA-Zentrale in der Prinz-Albrecht-Straße teilnahm. Wir kennen eigentlich bisher nur einen einzigen Fall, an dem Himmler sich mal in eine Vernehmung eingeschaltet hat, nämlich bei dem Hitler-Attentäter Georg Elser 1939. All dies zeigt die Bedeutung des Falles und Himmler informierte Hitler mehrfach über ihn. Wir haben ja wenig Quellen aus dem unmittelbaren Umfeld Hitlers, aber am 16. November 1942 notierte auf dem Obersalzberg der Heeresadjutant Hitlers, Gerhard Engel, Zitat, eine grausige, düstere Stimmung. Der Führer hatte eine lange Besprechung mit Himmler und dann ist die Atmosphäre immer entsprechend. Die eigenen Leute machten ihm das Leben sauer. Er wisse sehr wohl, was in der Heimat vor sich ginge. Seine Gegner würden stärker, je länger der Krieg dauere. Dort seien Gruppen tätig, um ihn und sein Werk zu zerstören. Er wisse auch, dass man ihm nach den Leben trachte, bisher habe er es aber auch seinen Häschern sauer gemacht. Das Traurige sei, dass dies nicht etwa fanatische Kommunisten seien, sondern in erster Linie Intelligenz, sogenannte Priester und auch hohe Offiziere. Er überlege sich, wie man ohne die Verwendung in der Heimat lebenden Offiziere einer kriegsbedingten nützlichen Tätigkeit zuführen könne, damit sie keinerlei dummes Zeug und andere verrückt machten. Man solle ihn nicht unterschätzen, er wisse mehr, als manche vielleicht ahnten. Zitat Ende. Das heißt, Hitler selbst war sich der Gefahr durch diese Gruppe durchaus bewusst. Ich habe eben schon betont, dass für die beteiligten Soldaten und Offiziere in Fällen des Hoch- und Landesverrats eine Zuständigkeit des Reichskriegsgerichts gegeben war. Zivilpersonen konnten aber in das Verfahren einbezogen werden. Zitat, wenn der Präsident des Reichskriegsgerichts erklärt, dass besondere militärische Belange die Aburteilung durch das Reichskriegsgericht erfordern. Zitat Ende. Und besondere militärische Belange bestanden natürlich bei dieser Gruppe sofort. Und so konnten alle, die von der Gestapo unter dem Begriff der Roten Kapelle zusammengefasst wurden, vom Reichskriegsgericht abgeurteilt werden. Doch das reichte Hitler nicht. Er hatte 1942 die zivile Justiz mehrfach wegen aus seiner Sicht zu milden Urteilen kritisiert. Er ließ noch vor Beginn der Verhandlung am 11. Dezember 1942 dem Präsidenten des Reichskriegsgerichts einen sogenannten Führervorbehalt mitteilen. Normalerweise wäre für die Entscheidung über die endgültige Vollstreckung von Todesurteilen der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Wilhelm Keitel, zuständig gewesen. Hier wollte Hitler selbst
über alle Gnadengesuche im Komplex Rote Kapelle selbst entscheiden. Und er tat dies auch. Alle Todesurteile aus den ersten Verhandlungen bestätigte er am 21. Dezember 1942. Die zeitigen Freiheitsstrafen gegen Mildred Harnack und Gräfin Brockdorf hob er aber auf und ordnete die Verhandlung vor einem anderen Senat des Reichskriegsgerichts an. Der dritte Senat folgte dann Mitte Januar 1943 der Weisung Hitlers und verurteilte die beiden Frauen zum Tode. Obwohl dieser Führervorbehalt formell am 13. April 1943 aufgehoben wurde, entschied Hitler dann noch im Juli 1943 über die Gnadengesuche der verurteilten Männer und Frauen der Roten Kapelle. Er lehnte sämtliche Gnadengesuche ab, obwohl das Reichskriegsgericht und selbst Hermann Göring in einigen Fällen mit der Reduzierung der Strafe einverstanden gewesen wären. Göring, Chef der Luftwaffe und viele andere Funktionen auch wahrnehmend, beauftragte am 17. Oktober 1942 Oberstkriegsgerichtsrat Manfred Röder mit der Vorbereitung der Anklagen vor dem Reichskriegsgericht gegen die beteiligten Offiziere und Zivilisten, die zu mindestens 45 Todesurteilen führten. Auch hier eine Besonderheit. Der Reichsmarschall sucht sich einen Ankläger aus. Er kannte ihn schon, denn er hatte bereits 1941 für Göring die näheren Umstände des Selbstmordes des Generalluftzeugmeisters Ernst Udet ermittelt. Ebenso untersuchte er später den Selbstmord des Generalstabschefs der Luftwaffe Hans Jeschonek. Röder war also mit politisch heiklen Verfahren betraut. Er begab sich in die Prinz-Albrecht-Straße, wurde vom Gestapo-Chef Heinrich Müller persönlich empfangen, erhielt alle Ermittlungsakten und bezog für seine Vernehmungen ein Zimmer im Reichsluftfahrtministerium gleich gegenüber. Und in den nächsten zwei Monaten bereitete Röder die Verfahren vor, die am 14. Dezember 1942 begannen. Er vertrat in den meisten der Verfahren die Anklage. Sein kaltes, offensichtlich menschenverachtendes Verhalten gegenüber den Angehörigen der mehr als 40 Menschen, die auf seinen Antrag zum Tode verurteilt worden waren, ist vielfach dokumentiert. Auch schriftliche Zeugnisse Röders über den Umgang mit den Familienangehörigen finden sich. Meta Strelow, Mutter des am 13. Mai 1943 enthaupteten Heinz Strelow, schrieb ihm, Zitat, Ihre grausige Mitteilung, dass mein einzigstes Kind nicht mehr lebt, das Urteil wirklich vollstreckt wurde, hat mich erreicht. Damit ich meinem Sohn in Liebe ein Grab geben kann, bitte ich um Nachricht, wann und wo ich den Leichnam meines Kindes empfangen kann. Zitat Ende. Röder antwortete postwendend ohne Anrede am 26. Mai 1943. Die Freigabe der Leiche Ihres Sohnes kann jetzt nicht mehr erfolgen. Ein derartiger Antrag hätte zu einem früheren Zeitpunkt gestellt werden müssen. Nach den geltenden Bestimmungen wäre aber ohnehin eine Bestattung außerhalb Berlins unzulässig gewesen. Zitat Ende. Soweit die harte, aber formal korrekte Antwort. Ob der nächste Satz in Röders Antwort gegenüber der trauernden Mutter zynisch gemeint ist oder paradigmatisch für sein Denken in dieser Zeit steht, ist fraglich. Zitat. Im Übrigen weise ich darauf hin, dass nicht einmal den an der Front auf dem Felde der Ehre gefallenen deutschen Soldaten eine Ruhestätte in der Heimat gegeben werden kann. Zitat Ende. Subtext. Und Ihr Sohn, der Landesverräter, soll dann ein Grab in seiner Heimatstadt erhalten? Ähnlich hart formulierte Röder am 18. Januar 1943 an den Vater von Harro Schulze-Boysen. Zitat. Auf Ihren Antrag vom 9. Januar 1943 teile ich Ihnen mit, dass die erkannte Vermögenseinziehung nicht nur die Einziehung der Werte, die in dem Besitz des Verurteilten sind, bedeutet, sondern dass darüber hinaus auch die Erinnerung an einen Verurteilten als zusätzliche Strafe ausgelöscht werden soll. Zitat Ende. Das hat mit Rechtsprechung oder rechtsförmigen Verfahren nichts mehr zu tun. Mindestens bei 11 Erhängungen und Enthauptungen am 22. Dezember war Röder in Plötzensee selbst dabei. Er sah in dem neu installierten Galgen, wie er nach 1945 betonte, etwas Positives. Zitat Ende. Der Tod trat auf der Stelle ein und war, soweit man hier überhaupt das Wort Humanität gebrauchen kann, humaner als das Fallbeil. Zitat Ende. Als Pfarrer Harald Pölchau, der sich an diesem Tag nur zufällig in Plötzensee aufhielt und so den Verurteilten noch geistlichen Beistand leisten konnte, Röder bat,
rechtzeitig die Geistlichen bei Hinrichtungen dieser Art benachrichtigen zu lassen, erwiderte Röder zynisch, die Herbeiziehung eines Geistlichen sei nicht vorgesehen gewesen. Nachdem die Berliner Verfahren abgeschlossen waren, wechselte Röder die Funktion. Er war jetzt Richter des Feldgerichts ZBV, des kommandierenden Generals im Luftkorps Römisch III. Und als solcher war er als Vorsitzender und als Richter an mindestens 24 vollstreckten Todesurteilen gegen Angehörige der Brüsseler und Pariser Roten Kapelle beteiligt. Ein Strafverfahren gegen Röder in Lüneburg nach 1945 war eine Farce. Röder arbeitete in der Nachkriegszeit dem amerikanischen Geheimdienst CIC ebenso zu wie der Organisation Gehlen oder später dem Bundesnachrichtendienst. Er diffamierte die überlebenden Angehörigen der Roten Kapelle und engagierte sich 1951 für die ein Jahr später verbotene Sozialistische Reichspartei. Mit Hilfe alter Kumpane der Gestapo, und das kann ich jetzt nicht nennen, und des Reichskriegsgerichts, allen voran des Senatspräsidenten beim Reichskriegsgericht Alexander Krell, gelang es Röder, sich nach 1945 sich der justiziellen Verfolgung zu entziehen und durch sein propagandistisches Engagement in rechtsextremen Kreisen die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Es wäre ein weiterer abendfüllender Vortrag, der allerdings, wenn wir die Verbindungen zwischen ehemaligen Angehörigen des Reichssicherheitshauptamtes und dem Bundesnachrichtendienst hier nochmal betonen würden, nicht nur Anlass zum Kopfschütteln, sondern vielfach nur noch zum Unverständnis geben kann. Die meisten Verfahren, das war der Ankläger, jetzt kommen die Urteilenden, die meisten Verfahren führte der zweite Senat des Reichskriegsgerichts unter dem Vorsitz von Senatspräsident Alexander Krell. Ich will ihn einfach nur als einen herausgreifen, er war seit 1938 in Berlin lebend, wurde im September 1942 zum Senatspräsidenten beim Reichskriegsgericht ernannt und leitete den zweiten Senat, der die meisten Urteile sprach. Er wurde dann später im Juni 1943 oberster Ankläger, Oberreichskriegsanwalt. Krell blieb nach dem Krieg bis 1947 in französischer und US-amerikanischer Kriegsgefangenschaft und wurde auch mehrfach für den Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg vernommen. Seit 1951 gehörte Krell dann der Wiesbadener Anwaltskanzlei des späteren Bundesverfassungsrichters Fabian von Schlabrendorf an. Schlabrendorf war selbst ein Beteiligter am 20. Juli 1944 und ein honoriger Mann, aber Krell arbeitete für ihn. Schlabrendorf übernahm dann zwischen 1961 und 1967 erfolglos ein Verfahren der Witwe zur Rehabilitierung von Rudolf von Schelihar, der auch in den Komplex Rote Kapelle eingebaut war. Dieser Rudolf von Schelihar war von Herrn Krell am 14. Dezember 1942 zum Tode verurteilt worden. Soweit wir wissen, informierte Herr Schlabrendorf die Witwe Marie-Louise von Schelihar über diese Tatsache nicht. Alexander Krell starb am 9. März 1964 in Darmstadt, ohne jemals zur Verantwortung gezogen zu werden. Er äußerte sich nach 1945 verschiedentlich zur Roten Kapelle, wobei Jürgen Daniel und Hans Koppi darauf hingewiesen haben, wie widersprüchlich seine Darstellung war. Vor dem Hintergrund des beginnenden Kalten Krieges und mit dem offenkundigen Ziel, die Widerstandstätigkeit der Roten Kapelle zu diffamieren und zu delegitimieren, das schien ihm der bessere Weg zu sein. Denn wenn die Rote Kapelle nur eine Spionageorganisation gewesen war, konnte das Handeln ihrer Verfolger, ihrer Ankläger und ihrer Richter auch unter postdiktatorischen Maßstäben kein Unrecht sein. Mit der historischen Realität hatten seine Entlastungsversuche aber nichts zu tun. Die 16 Menschen, die am 13. August 1943 enthauptet wurden, waren in der Zeit zwischen dem 18. Januar und 12. Februar 1943 vom Reichskriegsgericht zum Tode verurteilt worden, also ein knapper Zeitraum von 3 Wochen. Ich kann im Folgenden nicht auf alle Verfahren eingehen, sondern möchte nur an einigen Beispielen nachzeichnen, welche Begründungen das Reichskriegsgericht für seine justizförmigen Tötungen konstruierte. Unter den mit Urteil vom 18. Januar 1943 zum Tode Verurteilten waren Cato Bontjes van Beek, Liane Berkowitz und Ursula Götze. Cato Bontjes van Beek, die im Umfeld von Harro Schulze-Boysen an der Formulierung und Herstellung von Flugschriften mitgewirkt hatte, wurde wegen sogenannter Beihilfe zur Vorbereitung des Hochverrats und zur Feindbegünstigung zum Tode verurteilt.
Ein Todesurteil wäre auch nach damaligem Recht nicht zwingend notwendig gewesen. Auch eine Freiheitsstrafe, eine lebenslange Freiheitsstrafe wäre möglich gewesen. Die Kniffe, die angewandt werden und die Konklusion, der Schluss, zu dem das Reichskriegsgericht kam, ist bemerkenswert. Ich zitiere: Hierbei hat der Senat des Reichskriegsgerichts berücksichtigt, dass die Angeklagte von Beek zur Zeit der Tat charakterlich noch nicht ausgereift war und dass sie einen großen Teil ihrer Erziehung im Ausland genossen hat. Der Senat ist auch überzeugt, dass die Angeklagte von Beek die Tat nicht als eigene gewollt und aus kommunistischer Einstellung heraus an der Verwirklichung der umstürzlerischen Ziele Schulze-Beusens mitgearbeitet hat. Vielmehr hat die Angeklagte dem verbrecherischen Einfluss Schulze-Beusens und des Angeklagten Strelow unterliegend, die ein hoch- und landesverräterisches Treiben lediglich unterstützen wollen. Im Hinblick auf die Gefährlichkeit der Handlungsweise der Angeklagten van Beek gerade in der Zeit, in der das deutsche Volk um sein Leben ringt, hat der Senat die Notwendigkeit für gegeben angesehen, die hier getätigte Beihilfe nicht anders als die Selbsttäterschaft des Angeklagten Strelow zu bestrafen. Paragraph 4 der Verordnung gegen Gewaltverbrecher vom 5. Dezember 1939. Paragraph 5 der Verordnung, pardon, Paragraph 4 der Verordnung gegen Gewaltverbrecher. Es wurde nie Gewalt angewandt. In dieser Zeit müssen auch bloße Mitläufer gerichtet werden. Deshalb musste gegen die Angeklagte van Beek auf Todesstrafe erkannt werden. Zitat Ende. Diese Regel dieser Verordnung gegen Gewaltverbrecher konnte den Strafrahmen extrem ausweiten, da jede Beihilfe jetzt die Strafe zulässig war, die auch für die vollendete Tat vorgesehen war. Damit waren alle Schleusen geöffnet. Im selben Verfahren wurde Liane Berkowitz zum Tode verurteilt. Sie war während der Verhandlung im 5. Monat schwanger und schrieb später in einem Kassiba an ihre Mutter, Zitat: Ich war während der Gerichtsverhandlung sehr krank. Ich musste mich schrecklich übergeben. Ich hatte Nasenbluten und schreckliche Bauchschmerzen. Einmal bin ich im Gerichtssaal fast ohnmächtig geworden. Die Kommissare haben mich ausgezeichnet behandelt. Am Tage der Gerichtsverhandlung wurde extra für mich ein Arzt gerufen, der dann nach meiner Gesundheit fragte. Dies alles wird human genannt. Zitat Ende. Fast unnötig zu sagen, dass das Auszüge aus einem Kassiber sind und natürlich nicht aus einem Brief, der durch die Zensur gegangen ist. In der Urteilsbegründung gegen Liane Berkowitz finden sich Stereotypen, Unterstellungen und Vermutungen. Zitat, dass die Angeklagte als Braut eines überzeugten Bolschewisten wie Rehmer über dessen und seiner politischen Freunde Einstellung unterrichtet war, bedarf keiner Erörterung. Sie hat sich auch aktiv an deren Bestrebungen beteiligt. Als Beweggrund für ihre Teilnahme bei der Zettelaktion gab sie an, dass sie verärgert gewesen sei, dass durch die Ausstellung das Sowjetparadies alle Russen schlechthin im Ansehen des deutschen Volkes herabgesetzt worden seien, während es in Wirklichkeit zahlreiche Russen gäbe, die mit dem Bolschewismus nichts zu tun hätten. Als Tochter eines von den Sowjets vertriebenen, ruinierten und auf der Flucht verstorbenen Vaters hätte die Angeklagte allen Grund gehabt, den Bolschewismus zu hassen. Stattdessen hat sie ihn bewusst unterstützt. Bei Würdigung aller Tatumstände konnte der Senat die Möglichkeit nicht ausschließen, dass die Angeklagte Berkowitz ihre Tat, insbesondere die Beteiligung an der Kleberaktion, nur begangen hat, um die Bestrebungen ihres Verlobten Rehmer und ihres Freundes Thiel zu unterstützen. Gemessen an der Mitarbeit dieser Gesinnungsgenossen des Schulze-Beusens erscheint ihre Tätigkeit auch nicht allzu bedeutend. Hinzu kommt, dass sie von russischen Eltern abstammt und sich der deutschen Volksgemeinschaft nicht blutsmäßig verbunden fühlt. So ist der Senat zu der Überzeugung gekommen, dass die Angeklagte sich lediglich der Beihilfe zur Vorbereitung des Hochverrats und zur Feindbegünstigung schuldig gemacht hat. Wegen der außerordentlichen Gefährlichkeit dieses hoch- und landesverräterischen Treibens hat der Senat mit den zum Fall der Angeklagten van Beek angeführten Gründen jedoch nur die gemäß § 4 der Gewaltverbrecherverordnung auch für die Beihilfe zulässige Todesstrafe für notwendig erachtet. Tatsächlich war auch nach dieser Gewaltverbrecherverordnung die Todesstrafe zulässig, aber nicht zwingend. Auch Ursula Götze wurde in diesem Verfahren zum Tode verurteilt. In ihren Aussagen vor der Gestapo war sie immer bemüht, ihre Freundinnen und Freunde zu schützen, insbesondere den ihr besonders verbundenen Romanisten Werner Kraus.
Diese Strategie behielt sie auch noch nach dem Todesurteil bei. Und im Urteil des Reichskriegsgerichts heißt es, Zitat, die Angeklagte Götze, die mit überzeugten und aktiven Kommunisten wie Römer und Thiel eng befreundet war und Hetzschriften übelster Art gelesen und verbreitet hat, kann nicht für sich in Anspruch nehmen, die umstürzlerischen Ziele ihres Freundeskreises nicht anerkannt zu haben. Auch der Tragweite ihrer Teilnahme an der Klebeaktion ist sie sich voll bewusst gewesen. Bei ihrer Intelligenz und ihrem Bildungsstand ist sie sich der Gefährlichkeit und der Tragweite ihres Handelns nach der Überzeugung des Senats voll bewusst gewesen. Sie hat einen besonders starken Willen zur Tat bewiesen und sei nur deshalb als Mittäterin, nicht als bloße Gehilfin zu bestrafen. Deshalb war gegen sie wegen der Vorbereitung zum Hochverrat und wegen Feindbegünstigung auf Todesstrafe zu erkennen. Weil hier die Feindbegünstigung im Vordergrund stand, war eben dieser Rückgriff auf die Gewaltverbrecherordnung nicht notwendig. Else Imme und Clara Schappel hatten zwei aus der Sowjetunion kommende Fallschirmspringer, Wilhelm Fellendorf und Erna Eifler, im Juli 1942 für zwei Nächte und im August 1942 für eine Nacht beherbergt. Das bedeutete für sie das Todesurteil. Hier setzte das Reichskriegsgericht darauf, dass die Gefährlichkeit sowjetischer Fallschirmagenten in der allgemeinen Öffentlichkeit bekannt gewesen sei. Und dann hat er gesagt, die Angeklagten sind bisher unbestraft durch ihr Leben geführt, haben sich durch eigene Arbeit durchgebracht, aber, Zitat, trotz dieser Milderungsgründe hat sich der Senat nicht entschließen können, wegen der von den Angeklagten begangenen Feindbegünstigungen auf die an sich mögliche lebenslange Freiheitsstrafe zu erkennen. Dabei wurde erwogen, dass in Deutschland die Öffentlichkeit nach Ausbruch des Russischen Krieges über die Methode der Sowjetunion, Fallschirmspringer über deutschem Gebiet abzusetzen, weitgehend aufgeklärt gewarnt worden ist. Ferner, dass es zu den gefährlichsten und verwerflichsten Taten der Feindbegünstigung gehört, einen feindlichen Agenten bei sich aufzunehmen, da dessen Tätigkeit im deutschen Heimatgebiet für die kämpfende Truppe von gar nicht absehbaren Schädigungen begleitet werden kann. Gegen jede derartige Handlung muss deshalb mit äußerster Schärfe eingeschritten werden. Es wurde deshalb gegen beide Angeklagte nach § 51 Reichsstrafgesetzbuch auf Todesstrafe und, da die Handlung ehrlos war, auch auf dauernden Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt. Zitat Ende. Ein Todesurteil für drei Nächte Hilfeleistung. Am 20. Januar, Else Schlöser, Clara Schappel, Rose Schlösinger. Am 20. Januar 1943 wurden Rose Schlösinger und Hilde Koppi zum Tode verurteilt. Aus dem Verfahren sind nur wenige Dokumente überliefert, sodass wir nur wissen, dass Rose Schlösinger wegen sogenannter Spionage und Hilde Koppi, Zitat, wegen Vorbereitung zum Hochverrat in Tateinheit mit Feindbegünstigung, Spionage und Rundfunkverbrechen zum Tode verurteilt wurde. Gerhard Hochhuth hat sensibel die Geschichte von Rose Schlösinger in einem Buch aufgearbeitet, das in wenigen Wochen erscheinen wird. Er gibt dort einen Kassiber von Rose Schlösinger über die Verhandlung wieder. Zitat, unsere Anwälte lernten wir einige Minuten vor der Verhandlung kennen und konnten etwa 10 Minuten lang mit ihnen sprechen. Jeder Anwalt hatte einige Klienten. Trotzdem hat er meine seine Sache gut gemacht. Aber was war da zu erreichen möglich? Man sah es diesen sternbesäten Generalen und Admiralen schon an den eiskalten Augen und an ihrer Körperhaltung an. Diese Leute wussten, wie sie zu urteilen hatten. Sie hatten ihre Befehle. Wir standen vor ihnen wie eine Mauer. Den Männern waren die Fesseln abgenommen worden. Ausgerechnet mich fragte der Vorsitzende, ob ich mich setzen wolle. Ich muss wohl besonders schlecht ausgesehen haben. Nein, ich konnte stehen. Am zweiten Tag kam nur noch die Urteilsverkündung. Als wir die Treppen hinunter zu unserem Wagen geführt wurden, kam ich mir vor, als ob ich 100 Jahre alt wäre. Als ich aber in meine Zelle zurückkam, da stieg ich an meinem Fenster hoch und verkündete das Urteil. Das tat ein jeder, wenn er vom Gericht zurückkam. Es war ein stilles Einvernehmen. Alle lauschten und das Opfer sprach, ich bin die und die, ich wurde wegen dieser und jener Straftat verurteilt zum Tode, zum Tode, zum Tode. Zitat Ende. Hilde Koppi hatte in der Haft am 27. November 1942 ihren Sohn Hans geboren.
Ihr Mann Hans Koppi wurde am 22. Dezember 1942 in Plötzensee ermordet. Ihren Sohn Hans durfte sie noch einige Monate bei sich im Frauengefängnis in der Barnimstraße behalten. Ihre Briefe aus dieser Zeit sind eindrucksvolle Zeugnisse. Am 27. Januar 1943 verurteilte das Reichskriegsgericht Walter Husemann, Helmut Himpel, Maria Terwil und Oda Schottmüller zum Tode. Aus dem Verfahren sind fast keine amtlichen Unterlagen überliefert, aber Oda Schottmüller konnte sie in mehreren Kassibern beschreiben. Zitat: Wie die Verhandlung bei den anderen war, weiß ich nicht. Ich kam als Letzte ran und die Herren machten alle schon einen recht abgespannten Eindruck. Der Präsident sehr annehmbar. Efis Admiral mit Dauerwelle war auch da, aber schon reichlich mitgenommen, erhielt aber wenigstens die Augen offen und blieb gerade sitzen, wenn auch mühsam. Zwei andere Herren waren ziemlich indifferent, gaben aber doch gelegentlich Zeichen von Aufmerksamkeit von sich. Eine Billardkugel mit verdächtig eingefärbten Gesichtsärger schlief gänzlich. Ich wagte gar nicht dorthin zu sehen, weil es so komisch war, wie immer sein Kopf fast auf die Tischplatte fiel und das so Assoziationen in mir anregte. Leider musste mich der Präsident zweimal ersuchen, das Ganze ernst zu nehmen. Ich hatte den besten Willen, denn für mich war es ja verflucht ernst. Aber beim zweiten Mal kam ich doch in die Versuchung, ihn zu bitten, seinen Kollegen endlich schlafen zu schicken oder wach zu kriegen, weil ich diese Szene des Zeitstücks trotz aller Komik doch zu schamlos fand. Ich habe es dem Anwalt Dr. Bese zuliebe nicht getan, der es sonst noch schwerer gehabt hätte. Dieser Anwalt war überhaupt merkwürdig und beachtlich, besonders im Vergleich zu den beiden anderen Anwälten, nur ein Wort, Weihnachtsmänner. Die Reihenfolge war folgende: Vernehmung der Opfer, Walter Husemann, Martha Husemann, Helmut Himpel, Marie Terwil und ich. Wer geschlachtet war, durfte drin sitzen bleiben und das andere mithören. Als Letzte habe ich deshalb von den anderen leider nichts zu hören gekriegt. Dann Röder Urteilsantrag, dann die Plädoyers der Verteidiger, dann in derselben Reihenfolge wie oben unser Schlusswort. Hat Walter Husemann sehr gut gemacht, Martha sehr rührend, Tränen erstickt und menschlich ergreifend. Himpel nicht besonders, Terwil hat trotz schlecht sprechen und weinen guten Eindruck gemacht, ich sehr schlecht, fing ganz ordentlich an und hatte plötzlich nur noch Loch im Gehirn, hab dann nicht weiter gesprochen, zu rechten war ja doch nichts mehr. War zwar ziemlich aufgeregt, aber weit ab von weich und weinen. Vielleicht hätte ich doch noch irgendwie auf die Rührungstube drücken sollen. Zitat Ende. Diese Quellen zeigen die Aktionen des Reichskriegsgerichts aus den Perspektiven der Täter und Opfer. Doch die Verfahren waren mit der Hauptverhandlung nicht beendet. Am 13. Februar wurden 7 der im 18. Januar Verurteilten noch einmal durch einen besonderen Richter des Reichskriegsgerichts vernommen, ob sie Einwendungen gegen das Urteil hätten. Senatspräsident Friedrich Neuroth diktierte Liane Berkowitz fast ein Gnadengesuch in die Feder. Und in seinem Gutachten vom 18. Januar schlug er zwar die Bestätigung des Urteils gegen Ursula Götze vor, empfahl aber auch 2 Urteilsaufhebungen, nämlich gegen Cato Bontius van Beek und Liane Berkowitz. Die Angeklagte van Beek ist, wie im Urteil ausgeführt, dem Einfluss des Schulze-Boysen und des Strelow unterlegen. Sie ist zum Teil an der Vervielfältigung einer Hetzschrift beteiligt gewesen, hat, als sie erkannte, um was es ging, aufgehört, den weiteren Schritt, nennlich Anzeige zu erstatten, aber nicht finden können. Der Senat hat bei ihr lediglich Beihilfe angenommen, aber auch als aus Staatsnotwendigkeit auch gegen sie, die eine Mitläuferin war, auf die Todesstrafe erkannt. Das heißt, dieser Richter kritisierte das Verhalten des anderen Senats. Zitat: Gemessen an dem, was andere Teilnehmer des Kreises Rote Kapelle verschuldet haben, ist ihr Verschulden gering. Und meines Erachtens die erkannte Strafe, trotzdem ich die Auffassung des Senats durchaus verstehe, nicht angebracht. Zitat Ende. Auch bei Liane Berkowitz, die er für durchaus unreif hielt, empfahl er eine Aufhebung der Strafe. Am 12. April 1943 bekam dann Liane Berkowitz im Frauengefängnis in der Barnimstraße ihr Kind, ihre Tochter Irene. Sie durfte das Kind bis Ende Juni 1943 bei sich behalten und es dann der Mutter übergeben. Die Tochter Irena Berkowitz starb unter ungeklärten Umständen wenige Monate später im Oktober 1943 im Krankenhaus Eberswalde. Am 18. April 1943 bestätigte der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, die Todesurteile des Reichskriegsgerichts.
Er empfahl aber, dass die Vollstreckung des Urteils gegen Cato Bontius van Beek und Liane Berkowitz bis zur Entscheidung Hitlers aufgeschoben wurde. Am 20. April wurde der Vorgang dann wieder an den Präsidenten des Reichskriegsgerichts weitergegeben und dann auch, und da merkt man wieder das hohe Interesse der nationalsozialistischen Führung an diesem Fall, bevor sie zu Hitler ging, dann auch noch einmal Göring vorgetragen. Göring stellte fest, Zitat, die Zeitverhältnisse gebieten eine strenge und klare auf das Gesamtwohl ausgerichtete Justiz. Die vom Gericht eingehaltene Linie ist daher im Grundsatz zu billigen. Hohe Freiheitsstrafen haben im Allgemeinen wenig Sinn, weil sie keine Besserung des Verurteilten erwarten, sondern dessen Entwicklung zum Staatsfeind befürchten lassen. Handelt es sich um einen als hoffnungslos erkannten Staatsfeind, so sei bei der Wahl zwischen hoher Freiheitsstrafe und Beseitigung des Täters der letztere Weg vorzuziehen. Zitat Ende. Beseitigung des Täters, Auslöschung, das ist die Begrifflichkeit, auf die wir hier immer wieder stoßen. Bei Cato Bontius van Beek befürwortete Göring in Würdigung ihrer Persönlichkeit und ihrer in Grenzen liegende Beteiligung eine Umwandlung der Todesstrafe in eine angemessene Freiheitsstrafe. Aus seiner Sicht galt das Gleiche auch, Zitat, für den Fall der Juliane Berkowitz, insbesondere in Rücksicht auf das derzeitige Gesetz, das die Vollstreckung einer Todesstrafe gegen eine Schwangere verbietet. Ebenso fand Göring die Todesstrafe für Greta Kuckhoff zu hart. Mal so vom Umfang, wir sind mitten im Krieg, Bürokratie arbeitet. Und am 19. Juni 1943 übersandte dann der Präsident des Reichskriegsgerichts 35 Bände Akten, 28 Gnadenbände und 28 Gnadennachweisungen zur Entscheidung auf die Gnadengesuche an Keitel. Die Entscheidung auf Anordnung der Strafverfolgung bei, und es folgen eine Reihe von den Namen der Frauen, habe ich ausgesetzt, da es sich um deutsche Frauen handelt und im Hinblick auf die vorliegende Gnadengesuche die Entscheidung des Führers und obersten Befehlshabers ich nicht vorwegnehmen will. Keitel weiter. Bei den Verurteilten Anna Kraus, Cato Bontius van Beek, Liane Berkowitz und Ingeborg Kummerow habe ich die Umwandlung der Todesstrafe in eine zeitige Zuchthausstrafe befürwortet. Hierfür war bei Liane Berkowitz ihr jugendliches Alter und die Tatsache, dass sie nach der Verurteilung zum Tode entbunden hat und aus diesem Grunde die Vollstreckung der Todesstrafe an einer Schwangeren bereits gesetzlich ausgesetzt werden musste, entscheiden. Cato Bontius van Beek wird zur Entscheidung an den Führer vorgelegt, da die Gnadengesuche von Parteidienststellen sich überdurchschnittlich befürwortend für einen Gnadenverweis aussprechen. Zitat Ende. Also, Göring hat seine Meinung gesagt, Keitel hat seine Meinung gesagt. Sie alle wollen, dass zumindest Liane Berkowitz und Cato Bontius van Beek überleben. Nein. 4 Wochen später entschied Hitler. Er setzte am 21. Juli 1943 seine eigenhändige Unterschrift unter die Ablehnung der Gnadengesuche von 17 vom Reichskriegsgericht im Strafsachenkomplex Rote Kapelle zum Tode und zum dauernden Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt. Zitat Ende. Keitel entscheidete die Entscheidung gegen das große Staatssiegel, wurde drunter gesetzt. Auch die Gnadengesuche von Cato Bontius van Beek und Liane Berkowitz waren damit abgelehnt. Daraus wird der ganze Hass der nationalsozialistischen Führung, insbesondere Hitlers, auf diese Gruppe noch einmal wie in einem Brennglas deutlich. Am 4. August 1943 ordnete dann der Präsident des Reichskriegsgerichts die Vollstreckung von 16 Todesurteilen an. Lediglich Karl Böhme sollte noch nicht hingerichtet werden. Und damit sind wir beim 5. August 1943. Die Männer saßen bereits in Plötzensee ein. Die Frauen wurden am 5. August 1943 um 12 Uhr mittags in 4 Transporten aus dem Frauenstrafgefängnis Barnimstraße in das Strafgefängnis Berlin-Plötzensee überführt. Für einige wurden noch Gefangenenkarteikarten ausgefüllt, für andere nicht. Ab 13 Uhr betraten dann die Funktionäre des Reichskriegsgerichts mehrere Oberkriegsgerichtsräte zusammen mit Gefängnisbeamten die Zellen der Verurteilten und teilten ihnen die Urteilsformen noch einmal mit. Sie teilten ihnen Hitlers Entscheidung mit und die Anordnung Bastians, also des Präsidenten des Reichskriegsgerichts, vom Tag davor. Die Vollstreckung sollte am selben Tag um 19 Uhr erfolgen. Ein Vorgang ist bemerkenswert. Auch noch mal ganz exemplarisch.
Ursula Goetze. Am Nachmittag des 5. August 1943, also schon bereits in Plötzensee, nahm ein Justizinspektor des Reichskriegsgerichts, ein Herr Ladwig in Plötzensee, noch einen Wiederaufnahmeantrag von Ursula Goetze auf. Sie begründete dies mit Aussagen von Fritz Thiel, auf die sie in der Hauptverhandlung noch nicht hingewiesen habe. Dass sie Thiel belastete, hatte keine Auswirkungen mehr, denn dieser war bereits am 13. Mai 1943 hingerichtet worden. Oberkriegsgerichtsrat Pelzer gab es umgehend an den Präsidenten des Zweiten Senats, also an Herrn Krell, mit dem Antrag weiter, die Wiederaufnahme abzulehnen. Ihre Aussage, Thiel habe Mitbeschuldigte zu Unrecht belastet, sei zwar neu, aber, Zitat, die von der Verurteilten in dem Wiederaufnahmeantrag erneut zugegebene Beteiligung an der Klebeaktion würde allein schon genügen, die Schuldfeststellung zu begründen. Zitat Ende. In den Akten findet sich dann ein ganz merkwürdiges Dokument, nämlich die handschriftliche Ablehnung des Wiederaufnahmeantrags, datiert Berlin-Plötzensee, den 5. August 1943, 19.23 Uhr. Sieht man ja viele Gerichtsakten und Ähnliches, aber selten findet man etwas, wo die Uhrzeit so genau dabei steht. Aber das hat einen Sinn. Merkwürdigerweise trägt es alle Unterschriften der Mitglieder des Zweiten Senats des Reichskriegsgerichts. Haben die sich alle zu dieser Zeit in Plötzensee aufgehalten? Vermutlich nicht. Ich halte dieses Dokument für nachträglich erstellt und es wurde meines Erachtens erst nach der Hinrichtung von Ursula Goetze gemacht. Denn nach der Niederschrift über die Vollstreckung des Todesurteils hatte sie die Richtstätte bereits um 18.55 Uhr betreten und wurde um 19.27 Uhr enthauptet. Ob sie in den 4 Minuten, die angeblich zwischen 19.23 Uhr und 19.27 Uhr lagen, dann über die Ablehnung noch informiert wurde, halte ich für höchst zweifelhaft. Nach ihrer Sterbeurkunde, und auf die Auffälligkeiten bei den Sterbeurkunden komme ich nachher zu sprechen, nach ihrer Sterbeurkunde war Ursula Goetze übrigens schon um 19.12 Uhr hingerichtet worden, also bevor das Reichskriegsgericht angeblich formal über ihren Wiederaufnahmeantrag entschieden hatte. Allein dieser Vorgang hätte, wenn die Dokumente nach 1945 zugänglich gewesen, ein Verfahren gegen alle Beteiligten des Reichskriegsgerichts wegen Rechtsbeugung oder Beihilfe zum Mord möglich gemacht. Am Nachmittag des 5. August hatten die Verurteilten noch einmal Gelegenheit, Abschiedsbriefe zu schreiben, von denen offenbar die meisten auch den Angehörigen später ausgehändigt wurden. Einige erhielten noch geistlichen Beistand. Der katholische Pfarrer Peter Buchholz ermöglichte Liane Berkowitz den Empfang der Kommunion. Der Besuch durch einen russisch- oder griechisch-orthodoxen Priester ihres Vertrauens wurde nicht möglich gemacht. Harald Pölchau konnte noch mit Maria Terwil und mit Eva Maria Buch sprechen. Von den anderen wissen wir es nicht. Im Hinrichtungsschuppen von Plötzensee warteten ab kurz vor 19 Uhr drei Oberkriegsgerichtsräte, die sich bei den Vollstreckungen als Leiter abwechselnden, zusammen mit dem Gefängnisarzt Dr. Schmidt, dem Verwaltungsinspektor Langhans und dem Henker und seinen Gehilfen auf die Verurteilten. Der Scharfrichter Wilhelm Röttger vollstreckte die Todesurteile. Die Verurteilten hatten dort dann zu erscheinen mit auf den Händen gefesselten Rücken. Sie wurden durch zwei Strafanstaltsoberwachtmeister herbeigebracht und dann innerhalb weniger Sekunden unter dem Fallbeilgerät enthauptet. Die Leichname wurden dann in den Nebenraum gebracht und später dem sogenannten Beauftragten des Anatomisch-Biologischen Instituts der Universität Berlin übergeben. Meistens dauerte von der Übergabe an den Scharfrichter bis zur vollendeten Vollstreckung es nur wenige Sekunden. Wer die Quellen vergleicht zu diesen Vollstreckungen, stößt aber auch wieder auf ein merkwürdiges Phänomen. Nach außen hin bemühen sich die Nationalsozialisten, Ordnung zu halten und alle Dokumente ganz sorgsam zu behandeln, mit denen sie ihre Mordaktionen kamuflieren. Aber tatsächlich ist es so, dass die Sterbeurkunden, die dann beim Standesamt Charlottenburg erstellt wurden, da begab sich am nächsten Tag ein Oberwachtmeister von der Gefängnisverwaltung zum Standesamt und ließ die 16 Hinrichtungen für die Zeit zwischen 19 Uhr und 19.45 Uhr im Abstand von 3 Minuten jeweils beglaubigen. Wenn man sich aber die Vollstreckungsmitteilungen ansieht, dann sind dort ganz andere Zeiten.
Cato Bontius van Beek, Sterbeurkunde 19.12 Uhr, Hinrichtungsprotokoll 19.27 Uhr. Ursula Götze, andere Zeiten, Clara Schabbe 19.27 Uhr in der Sterbeurkunde, 19.40 Uhr als Hinrichtungsurkunde, Liane Berkowitz 19.45 Uhr auf der Sterbeurkunde, 19.24 Uhr in den Vollstreckungsunterlagen. Sprich, da nahm jemand einen Zettel, auf dem drauf stand, wie die Hinrichtungen ablaufen sollten, und begab sich damit dann am nächsten Tag zum Standesamt. Die Erinnerung sollte ausgelöscht werden. Den Toten wurde nicht einmal der Zeitpunkt ihres Todes gelassen. Die Leichname kamen in die Charité, wurden dort Herrn Stieve, mit dem wir uns ja schon ausführlich hier befasst haben, für Sektionen zur Verfügung gestellt. Sie haben keine Gräber. Nachwirkungen. Die Überlebenden und Angehörigen der Roten Kapelle, und ich freue mich, liebe Gräfin Brockdorf, dass Sie heute Abend bei uns sind. Ich freue mich, dass Sie, lieber Hans Koppi, heute Abend bei uns sind. Sie, lieber Herr Sieber, dass Sie heute Abend hier sind. Sie wurden in der Nachkriegszeit auf eine fast unvorstellbare Art und Weise diffamiert. Die Mutter von Cato Bontius van Beek musste 15 Jahre für eine Entschädigung kämpfen. Ebenso die Kinder von Hans Heinrich und Ingeborg Kummerow. Die Mutter von Liane Berkowitz erhielt eine kleine Entschädigungsrente hier in Berlin-West, aber erst, da ihre Tochter ja zur Roten Kapelle gehört hatte, nachdem sie eidesstattlich versichert hatte, nie einer kommunistischen Organisation angehört zu haben. Die ehemaligen Richter wurden nicht zur Verantwortung gezogen, ebenso wenig die Angehörigen der Sonderkommission Rote Kapelle. Wir finden einige von ihnen später im Bundesnachrichtendienst oder im Bundesamt für Verfassungsschutz. Auf Anregung einer Schwester, einer der am 5. August 1943 Ermordeten, erstattete dann Robert Kempner, der bekannte Ankläger aus den Nürnberger Prozessen, noch einmal Anzeige wegen Mordes gegen Manfred Röder bei der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Frankfurt am Main. Was tat man? Man holte 1971 die Akten der Lüneburger Farce, des Lüneburger Vorermittlungsverfahrens, und kam zu einer eigenen Einstellungsverfügung, die aber 1971 noch genauso klang wie 1946. Zitat: Selbst wenn die genannten Verurteilten nicht wegen Spionage, sondern wegen Hochverrats und Feindbegünstigung verurteilt worden wären, so wäre diese nach dem damals geltenden Recht kein Missbrauch der gesetzlichen Bestimmungen gewesen, da diese Vorschriften in erster Linie die Todesstrafe androhten. Bei der Gruppe Schulze-Boysen handelte es sich zudem um einen sehr aktiven und zahlenmäßig umfangreichen Spionage- und Widerstandsring. In den von ihnen verfassten Propagandaschriften wurden nicht nur die Reichsangehörigen, sondern auch die Fremdarbeiter zu Sabotageakten und zum gewaltsamen Widerstand aufgefordert. Unter Berücksichtigung dieser Umstände und der damaligen Kriegslage dürfte das Reichskriegsgericht, aus der damaligen Sicht verständlich, die Herbeiführung eines nur unbedeutenden Nachteils für das Reich und nur eines unbedeutenden Vorteils für die feindliche Macht verneint haben. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass derartige Delikte, insbesondere Spionage im Krieg, von sämtlichen Staaten unseres Kulturkreises mit der Todesstrafe bedroht werden. Zitat Ende. Abgesehen davon, dass der hessische Staatsanwalt übersah, dass die Todesstrafe in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1949 grundsätzlich abgeschafft worden sei, besaß er auch sehr viel Verständnis für Röder. Wie bitter klingt da der Kommentar einer Angehörigen, deren Schwester am 5. August 1943 hingerichtet worden war. Zitat: So kommt man zu der Frage, ob der Wortlaut der Einstellungsverfügung statt 1971 nicht ebenso gut vor 1945 verfasst werden sein könnte. Zitat Ende. Eine Juristin hat sich mit den Urteilen und auch mit dieser Frankfurter Entscheidung befasst. Ich zitiere: Damit wurden die gegen die Rote Kapelle verhängten Todesurteile abermals für rechtens erklärt. Überstitzt formuliert sind die Widerstandskämpfer damit ein drittes Mal zum Tode verurteilt worden. Und das, obwohl mit Cato Bontius van Beek zumindest eine Hingerichtete bereits durch das Urteil einer westdeutschen Entschädigungskammer als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt worden war. Zitat Ende.
das dritte Mal zum Tode verurteilt im Jahr 1971. Welch ein bitteres Fazit. Umso wichtiger ist es, darauf hinzuweisen, dass sich das Bild der Roten Kapelle in den letzten 30 Jahren grundlegend gewandelt hat und dass dieses Widerstandsnetzwerk heute als integraler Bestandteil des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus gewürdigt wird. Ich habe versucht, Ihnen heute Abend zu zeigen, mit welchem Hass die nationalsozialistische Führung gegen die Rote Kapelle vorging, welche Konstruktionen gefunden wurden, damit die justizförmigen Tötungen nach außen hin eben auch justizförmig aussahen. Ich habe versucht, deutlich zu machen, dass auch die Richter des Reichskriegsgerichts Ermessensspielräume gehabt hätten. Sie hätten viele der Beteiligten nicht zum Tode verurteilen müssen. Ich habe versucht zu zeigen, das ist am Kassiber von Oberschottmüller deutlich geworden, wie sehr auch im Angesicht des Todes die Menschen, die vom Reichskriegsgericht standen, sich ihre geistige Autonomie bewahrt haben, wie sie auch im Prinzip ihren sogenannten Richtern haushoch überlegen waren. Und dass es Adolf Hitler persönlich war, der dann sämtliche Todesurteile, missverstehen Sie mich nicht, die Herren des Reichskriegsgerichts, die die Begnadigungen für Cato Bontius van Beek und Liane Berkowitz vorgeschlagen haben, das waren keine Widerstandskämpfer. Aber auch sie hatten offenbar das Gefühl, dass bei bestimmten Verfahren noch ein Rest von Menschlichkeit möglicherweise walten sollte. Hitler hatte das nicht mehr. Es war seine persönliche Weisung und einen derartigen Hass, wie ja auch Hitler persönlich anordnete, dass im Dezember 1942 der Galgen in Plötzensee errichtet wurde, einen derartigen Hass auf eine Gruppe des Widerstands gegen den Nationalsozialismus, finden wir dann nur noch wieder nach dem 20. Juli 1944. Heute Abend aber wollten wir erinnern an die Männer und die Frauen, die Sie hinter mir sehen, die am 5. August 1943 vor 80 Jahren verurteilt worden sind. Ich habe vorhin zitiert das Schreiben von Manfred Röder, dass auch die Erinnerung an diese Menschen ausgelöscht werden sollte. Nein, meine Damen und Herren, sie ist nicht ausgelöscht, sie ist da. Und auch Sie haben heute Abend durch Ihr Erscheinen hier dazu beigetragen, dass diese Erinnerung nicht vergessen ist. Ich danke Ihnen und diejenigen, die sich heute Abend am Livestream zugeschaltet haben, dafür, dass Sie heute bei uns waren. Klammer auf, auch denjenigen im Saal, die heute hier waren und die vielleicht das eine oder andere aus dem Vortrag nochmal nachhören möchten, wenn ich zu schnell gesprochen habe. Ab morgen steht der Livestream auch auf unserer Webseite zur Verfügung. Jetzt aber danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie heute Abend unsere Gäste waren. Vielen Dank.